Hallo und herzlich willkommen zurück zu War Thunder Live Simulator Battle mit dem Silverlane zusammen. Huhu. Hallo. Der Silver sitzt in seinem Panzer 4 L70. Wir sitzen im Tiger mit einem deutschen Skin, mit dem Stahlgrau-Skin. Wieder runtergeladen von live.warthunder.com. Muss man eine Weile suchen, aber da gibt es halt alles Mögliche. Und jetzt sind wir schon wieder auf dieser doofen Map. Oh, die mag ich ja überhaupt nicht. Na, mal gucken. So. Die Map hier ist wirklich ranzgefährlich für uns, weil die Gegner einfach aus jeder Ecke kommen können. Das ist saugefährlich. Deswegen werde ich mich jetzt da oben gleich mal hinstellen und erstmal einen Rundumblick werfen. Ich habe eine Ahnung, woher die kommen können. Aber letztens zum Beispiel wurde ich von einem kleinen Sherman überrascht, von einem Jumbo-Sherman, der genau daher kam, wo unsere Truppen eigentlich sein sollten. Das war sehr seltsam. Und dann plötzlich hatte ich 3 Schuss im Rücken. Aber gut. Versuchen wir es einfach mal. Das ist halt so krass. Mein Panzer ist so flach, ich kann mich hinter den ganzen Büschen komplett verstecken. Na, ziemlich gefährlich, das Ding. Das Problem ist nur, dann sehe ich nichts. Ich werde wohl auch demnächst irgendwann mal den Jagdpanther fahren, aber dann haben wir schon wieder krasse Gegner, IS-3 und so Scherze. Aber mal gucken. So. Der Feind kann von hier drüben anrücken. Und von frontal. Und von überall sonst. Genau. Das ist das Gefährliche an der Sache. Der kann auch über uns sein, der kann unter uns sein, der kann sich hinter der nächsten Ecke verstecken. Deshalb finde ich Simulator-Battle gerade ziemlich interessant. Aber es geht auch verdammt schnell, bis man tot ist. Ich hatte zum Beispiel hier vor der Aufnahme ein Gefecht. Gegen einen. Ja, einer. Hab's gesehen. Das könnte aber ein NPC sein. Ja, das ist mir egal, ich hämmer da einfach drauf. Ja. Muss ein NPC sein, so doof kann auch keiner fahren. Da. Ja. Da habe ich ein. Oh, das explodiert. Ja, war ein NPC. Da habe ich einen Fehler begangen, da bin ich um die Ecke gefahren. Mit dem Turm nach rechts, weil ich eine ISO in den Hintern schießen wollte. Und dann war hinter mir ein KV-85 und zack, war ich tot. Mit dem Tiger hat man nur einen einzigen Spawn. Das ist ein kleiner Nachteil. Also, ich finde, das ist sogar ein sehr großer Nachteil. Gegenüber zum Beispiel einem Panther. Dieser hat nämlich 2 Spawns, genau wie Silverlane, sein kleiner Jagdpanzer 4. Im Endeffekt alle außer schwere Panzer. Genau. Deswegen sind schwere Panzer wahrscheinlich auch nicht sonderlich beliebt. Ich sehe jedenfalls, außer Tiger, sehe ich sonst selten schwere Panzer. Gerade IS oder so sieht man gar nicht. Oder fast gar nicht. So, ich weiß, aus Erfahrung auf offenem Gelände sollten wir uns nicht bewegen. Das geht nur nach hinten los. So. Das war das Maschinengewehr. Ja, das ist auch cool. Da kann man anderen Leuten quasi die Richtung vorgeben, wohin sie denn zu schießen haben, denn die Maschinengewehre hinterlassen natürlich Tracer. Ich schieße gerade auf einen IS. Wo ist denn der? Links, rechts? Oh, der Sherman ist viel näher. Wo sind die alle? Über dir? Nee, direkt vor mir. Zielst du nach Süden? Ja, Südwest. Okay, dann komme ich nochmal zurück. Du bist, sie haben mich entdeckt. Ich muss abhauen. Au, da hat er gesessen. Ja, ihr hört's. Es ist ordentlich Stimmung. Dann komme ich nochmal zurück. Dauert ein bisschen. Ich bin nicht der Schnellste. Ich bin eine ziemlich fette Raubkatze. Glücklicherweise abgeprallt. Dann hocke ich mich mal ins Gras und warte auf den Sherman. Neben mir versinkt gerade ein Baum im Boden. Ja, es ist alles noch Beta. Merkt man. Immer wieder. Immer und immer wieder. Aber gerade im Simulator-Battle, finde ich, hat das Spiel noch ein bisschen Potenzial. Im Arcade eher nicht so. Das gefällt mir nicht wirklich auf Dauer. Ab und zu vielleicht mal ein Ründchen und das war's.
Natürlich nur ein Vorteil an der Karte, die Gefechte sind, werden schneller gefunden. Oh ja. Also wir müssen hier gerade, ich weiß nicht, wie spät ist es gerade, ich habe keine Uhr. Ja, halb es zwölf. Ist, ja, halb zwölf. Mussten wir jetzt so circa 3 bis 6 Minuten warten, je nachdem. Ich bin jetzt hinter dir, ziemlich weit hinter dir. Und versuche jetzt mal die Feinde zu finden. Das war kein Panzer, das ist nur ein Stein. Die sind aber alle nicht gerade in Sichtweite. Zumindest sehe ich keinen. Hm. Oh, hinter mir, links. Links? Links? Wo siehst du denn? Da waren gerade 2 Panzer, ein schwerer und ein mittlerer. Auf der Karte habe ich 2 gesehen. Südlich von dir. Ich sehe die Schüsse fliegen. So, dann schleichen wir uns mal an wie eine dicke, fette Raubkatze. Da haben wir einen Feind. Stehen bleiben. Einzielen. Ungefähr da. Ja, wir haben ihn getrackt. Ja, zumindest das Laufrad beschädigt. Der nächste Schuss. Vor mir sein. Ich ja, ja, ich sehe ihn. Der ist tiefer von dir. Ach, da. So. Ich hau mal lieber ab. Okay. Oh, oh Gott, da ist noch einer. Ja, es sind aber 2. Und ich sehe nichts. Welcher von denen? Ah, der da. Oh Gott, ich bin abgeprallt an dem Sherman. Ah, da hinten sind die beiden. Oh, das ist ein KV-2 und ein IS. Okay, das sah gerade lustig aus. Ich hab dem IS eine gegeben. Guckt er sich um, dann rückwärts, um sie runtergefahren. So, ich habe hier gerade ein Problem mit dem Jumbo Sherman. Der drückt mir gerade eine Kugel nach der anderen, aber ich sitze in einem Tiger. Oh Mist, das war meine Kanone. Wenn ich jetzt abdrücke, bin ich wahrscheinlich tot. Ja, ihr seht, mein Kanonenrohr ist kaputt. Wenn du noch in der Nähe bist, direkt vor mir, wo ich eben da den Typen kaputt gemacht habe, links vor dir, ja. Da sitzt ein Sherman. Unten drin, oder was? Ja, ich schieße gerade ein Maschinengewehr. Ich sehe ihn, ja. Nice. Ja, der ist aber noch nicht tot. Ich weiß, aber er kann mir halt auch nichts, ich bin noch angewinkelt. Nur meine Kanone ist im Eimer. Ich bin abgeprallt. Komm schon, lad nach. Zieh mir gleich hinten in den Turm. Ich bin abgeprallt. Jumbo Sherman. Werd beschossen. No, oder nix wie runter da. Der ist immer noch am Leben, ne? Ja. Schießt auch ein Maschinengewehr auf mich. Aber wenn er nicht auf mich schießt, dann jetzt hast du'n. Er brennt. Du brennst auch. Nein, ich brenne. Jetzt brennt er nochmal. Du wirst von hinten beschossen. Ja, ich kann mich nicht bewegen, mein Motor ist im Eimer. Oh shit, und ich repariere noch 30 Sekunden. Nein. Ist der Sherman jetzt tot? Ja, der ist hinüber. Guck, wie er brennt. Ja, das ist leider auch schade, dass die Spielermodels verschwinden. So, die Leute schießen immer noch auf dich, aber sie scheinen dich nicht zu treffen. Die verschwinden aber nur, wenn du respawnst. Ah, okay, verstehe. Quasi dein letzter Panzer bleibt. Ah, okay. Ich werde doch wieder beschossen. Ja, 3 Sekunden, dann bin ich auch wieder da. Dann gucken wir mal, was auf dich der schießt. Sieht groß 20, aus. 20 Sekunden, dann kann ich mich bewegen. Ja, ich weiß, woher es kommt. Ich werde mich vor dich stellen, werde dich schilden. Repariere dich. Käfer, bin weg. So, da hinten steht die Sau. Ist ein IS. Deswegen ist er nicht, hat er keinen Schaden gemacht. Zu tief? Muss hoch? Ja. Zwischen 4 und 8. 85er, okay. Macht er keinen Schaden. Der ist hinüber. So, halt nochmal drauf, man weiß ja nie. Puh, Silver gerettet. Dankeschön. Nachdem ich dich vorher gerettet habe, ne? Ja. Aber sowas von. Weil er schon wieder die Kanone kaputt gemacht hat. Das nervt mich ein bisschen.
Denn fast jede Begegnung, die ich in letzter Zeit hatte, endete damit, dass der erste Schuss meine Kanone zerstörte. Aber er hat es nicht gepeilt, dass du nicht schießen konntest. Normalerweise hätte er sich umdrehen müssen und mich erst wegmachen müssen. Ja. Aber das Maschinengewehr ist echt sehr praktisch. Könnte dir genau zeigen, wo der ist. Und ja, der Vorteil ist halt auch, du gehst den Gegner damit auf die Nerven, ne? Mhm. Dass die ganze Zeit tak, 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 tak macht. Viel ist nicht mehr da auf dem Feld. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich bleibe unten. Ich versuche mal nicht hochzufahren. Sonst kriege ich es nur in die Seite. Da habe ich keine Lust drauf. Frontal ist der Tiger wirklich sehr, sehr gut gepanzert. Seite Heck nicht. Ein KV-85, wie gesagt, hinten durch den Turm einfach ein Schuss und ich war weg. Aber frontal prallte halt schon mal was ab. Ich werde jetzt einfach mal diesem Panther da folgen. Jedes Mal, wenn der Panther... über ihm. So, direkt in die Seite. Ich komme bei diesen Schermen nicht durch den Turm. Wo ist denn jetzt hin? Runtergefahren. Ja, Turm ist echt. Und der 8-8 abgeprallt, das gibt's doch nicht. Ich mit der 7-5er, die hat noch ein bisschen mehr Pen. Mhm. Okay, aber der Panther hat's gelöst. Nachdem ich dem hier vorher eine Seite gegeben habe. Voll, ich bin seitlich am Turm geprallt. Gut, ich habe hinten so ein rundes Teil erwischt. Also. Ich hoffe, dass da vorne ist ein Stein. Ja, das ist ein Stein, okay. Aber Simulator macht echt viel, viel mehr Spaß als Arcade. Ja. Ist auch so ein bisschen Nervenkitzel mit Beil. Ah, da hinten ist ein Panzer. Boah, den habe ich aber auch weit Entfernung gesehen, ey. Wo ist er denn? In dem A4. Dann gucken wir uns da doch mal ein bisschen um. Ich gehe in Richtung H4. Oder? Nee. Der hängt an so einem Hügel. Das war zu hoch. Ist ein da, Sherman mit 10-5er. Ja, sehen. Ich bin wieder nicht durch den Turm gekommen. Ich habe ihn voll durch die Seite geholzt. Jetzt fährt er. Ich glaube, der ist zu weit weg. Ich brauche Heat dafür. Ja. Aber mit der 8-8, ja, pup, hast ihn erwischt. Ja, das war das Munitionslager. neben dir oder vor dir muss irgendwo einer sein. Ja, ich sehe es. Hat mich sogar beschossen. Da. Nein, mein Turbendrive ist kaputt. Ja, die Achillesferse des Tigers. Ja. Aber ich werde mich mal so manövrieren, dass ich den vielleicht doch noch treffe. Gut, reparieren wir mal schnell. Hopp, 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 hopp. Der ist aber nicht alleine, da hinten, hinter ihm ist noch einer. Da blitzte eben kurz was auf der Map auf. Aber gut, hat sich erledigt. Aber ihr seht schon, der Tiger frontal, leicht angewinkelt, krasse Sache, da prallt alles ab. Und die 8-8 ist auch eine ziemlich gute Kanone, aber die Shermans sind erstaunlich tough, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Gut, 2717 XP, wir erforschen gerade den Panzer 4 Ausführung J, der wurde ja mit dem letzten Patch hinzugefügt, deswegen wollte ich den einfach mal nachholen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war mal wieder Tiger Simulator Action mit dem Silverlane. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.